Okay, hier bin ich auf jeden Fall nicht mehr richtig, weil hier habe ich die Glühwürmchen nicht dabei. Kommen die hier wieder? Boah, die kommen jetzt nicht automatisch wieder. Na toll. Ich gucke trotzdem erstmal da hoch, bevor ich jetzt runtergehe und die wiederhole. Wie soll ich denn da... Na, sieh mal einer an. Okay, hier sind jetzt die drei Runen eingezeichnet. Okay, dann weiß ich auch, was ich hier machen muss, glaube ich. Dann brauche ich nur die Glühwürmchen wieder. Okay, und es gibt mir da auch noch Tipps. Alles klar. Und wenn ich jetzt die scheiß Glühwürmer dabei hätte. Schon richtig, um die mitzunehmen. Mitkommen. Wir haben zu tun. Zack, zack. Hier zeigt er auf jeden Fall schon was an. Okay. Okay, das ist quasi. Ich male mir das mal ganz kurz auf, ne? Jetzt müssen wir wieder den Zeitpunkt abwarten, dass die sich synchronisieren, beziehungsweise komplett asynchron laufen, weil wir da sonst nicht hochkommen. Jetzt, okay. Du bist da schon mal richtig. Winter. Das sieht gut aus. Das nehme ich einmal hier hoch. Machen dann einmal Sommer darüber. Zu guter Letzt hier nochmal Herbst. Okay, bleiben noch zwei. Darf ich mich bewegen? Danke. So, jetzt ging es hier nämlich hoch. Wenn ich hier gesprungen bin, war das Herbst, 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 Winter, Winter, alles klar. Für die Rune. Dann machen, fangen wir doch. Wo wir anfangen, ist wahrscheinlich egal, würde ich behaupten. Dann haben wir hier nämlich Winter und hier nämlich Winter. Und dann machen wir hier einmal Herbst. Komme ich da hin? Komme ich nicht. Mist. Das ist nicht richtig. Goddammit. Mein Fehler.
zu früh auf Herbst umgestellt. Hier muss nämlich auch noch Winter hin. So. Zack. Zack. Wirklich? Ist nur ein bisschen nervig. Nur ein ganz bisschen. Natürlich. So, dritter Versuch. Zack. Zack. Oh. Wenigstens habe ich nicht geklickt. So. Jetzt aber. So, dann müssen wir nur noch rausfinden, wie das letzte aussieht. Aber da würde ich jetzt einfach mal vermuten, ich muss mal hier gucken. Wird mir das hier nicht angezeigt? Hier irgendwo. Hier ist gar nichts. Okay. War da oben gerade irgendwas? Nee, das ist nur so Wurzelwerk. Okay. Okay, ich dachte, ich krieg hier schon irgendwie noch den Hinweis. Ah, wir könnten natürlich einfach mal. Okay, wo geht das denn jetzt hin? Und warum geht das nicht von hier aus irgendwo hin? Ist von einem weiter oben? Kriegen wir da einen letzten Hinweis, wie es aussieht? Nö, auch hier ist nicht der Hä? Von wo startet denn der? Ich bin so verwirrt. Ich will doch nur wissen, wie die letzte Kackrune von den Jahreszeiten her gestrickt ist. Mehr will ich doch gar nicht wissen. Auch total logisch, dass das da auftaucht. Ich meine, warum tut es das? Warum taucht das andere dann nicht auf der anderen Seite auf? Das wäre. Ich gehe mal hier raus. Kann ich hier raus? Kann ich. Das ist auch gerade das Ding, was wir aktiviert haben. Okay. Okay, wäre das nochmal, also es ist oben Herbst, dann ist Winter, Frühling, Winter, 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 Frühling, Winter, Herbst, okay. Winter, Winter, Frühling, Winter, 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 okay, kriege ich hin. Kriege ich hoffentlich hin. So.
Winter, von hier nach hier Winter. Mist, zu kurz gesprungen. Na, das ist okay. Von hier nach hier Frühling. Winter. Und zu guter Letzt, und dann haben wir es endlich. So, war es das jetzt? Sieht gut aus. Da müssen wir nur noch irgendwie wieder zu dem Stein kommen. Aber da können wir, glaube ich, einfach hier raus. Und einfach hier runter. Ich erinnere mich an die Knospe. An das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich an ihr Herz. Es war von Angst und Zweifeln überschattet. Pass gut auf dich auf, Fuchs. So, jetzt machen wir hier wahrscheinlich den zweiten Schatz kaputt. Du warst es, der einen meiner Schätze zerstört hat. Ich habe dich gesehen. Aber was ist denn in dich gefahren? Ich warne dich. Ich behalte die drei anderen gut im Auge. Versuche nicht, dich ihnen zu nähern. Das ist aber eine seltsame Art und Weise, sich zu bedanken. Für was denn? Wenn ich mit einer Knospe verwechselt hätte, hättest du die Außenwelt niemals zu sehen bekommen. Nur dank mir kannst du die Macht der Jahreszeit nutzen. Okay. Hier nichts durch. Na, das war ja richtig sinnvoll. Gehen wir da erst hoch, um dann wieder runter zu müssen, um dann da wieder hoch zu müssen. Ja, ganz fantastisch. Wie unnütz. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, diese Gestalt anzunehmen. Aber du bist echt erbärmlich. Du hättest dich nicht an diesen Fuchs binden sollen. Früher oder später hätte er dich verraten und verlassen. Ist ja nicht so, als hättest du mich gezwungen an diesen aber, ne? Ist ja gut. Ich sag da nichts weiter zu. Du hättest gut daran, hier zu verschwinden, bevor ich meine Kräfte wieder erlange. Du hast gesehen, was ich mit dem Wald gemacht habe. Rate mal, was ich mit dir anstellen würde. Muffins backen? Zweimal sage ich es dir nicht. Noch einen weiteren Schritt und du wirst es bereuen. Ich habe dich gewarnt. Komm nicht näher! Nein! Ich habe dir gesagt, dass du das nicht anfassen sollst. Das gehört mir. Nö, jetzt nicht mehr. Knospe, bist du es, die ich da höre? Warum versteckst du dich? Was? Du Verräter! Wie konntest du die Hüter nur ohne mein Einverständnis wecken? Knospe, antworte mir. Mit dir rede ich nicht mehr. Leg dich doch in deiner Höhle schlafen. Lass mich jetzt in Frieden! Aber was ist denn mit ihr los? Das ist nicht ihr normaler Zustand. Ihre Stimme klingt seltsam. Du musst dringend dorthin zurückkehren, wo sie sich versteckt. Ja.
Was? Moment. Was? Was auch immer du getan hast, Fuchs. Anscheinend hast du einen Weg zu unseren heiligen Altären gefunden. Natürlich. Aus diesen Altären beziehen die Hüter der Jahreszeiten ihre Macht. Das Erscheinen der Altäre kann nur eins bedeuten. Das Heiligtum bereitet sich auf ein neues Ritual der Jahreszeiten vor. Wie kann das sein? Ein Ritual der Jahreszeiten, während ich schlummere? Ohne Knospe und ohne Hüter? Das ist doch nicht möglich. Aber ich glaube, ich beginne zu verstehen. Na, immerhin einer. Hör zu, Fuchs. Ich kann dir im Moment nicht alles erklären. Du siehst, in welchem Zustand sich unser Wald befindet. Deine Hilfe ist sehr wichtig für uns. Make Forest Great Again. Ganz klar. So, wo muss ich jetzt hin? Nach oben rechts? Nach oben links? Ich bin verpeilt. Ich mache auf jeden Fall auch mal eine Aufnahmepause. Wir gucken uns das in der nächsten Folge dann einfach mal an. Bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.